Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen, und heute möchte ich mich erneut einer Frage stellen, die sich sicherlich viele Neverwinter-Spieler in ihrem Leben gestellt haben, stellen werden oder vielleicht gerade stellen. Und zwar, man ist plötzlich Level 70 und was jetzt? Woher kriege ich Ausrüstung? Welche Kampagne mache ich und wie geht der Weg überhaupt weiter? Ich habe hierzu bereits vor einiger Zeit schon mal ein Video gemacht. Allerdings wurde mit Modul 13, 14 und 15 auch in dem Bezug auf neue Level 70er ein bisschen was geändert, so dass ich eine aktualisierte Version davon machen möchte. Mit Level 70 endet plötzlich der reguläre Weg. Man hat einen Questpfad, der führt einen durch die Gebiete, für die man mehr oder minder gut geeignet ausgestattet ist, und man weiß genau, wo man lang soll. Plötzlich hat man alle Kampagnen mehr oder minder offen und weiß jetzt nicht so wirklich, wie geht es weiter. Ab jetzt besteht euer Alltag mehr oder minder daraus, zwei Dinge zu machen, und zwar Kampagnen laufen und Astraldiamanten bzw. Ausrüstung farmen. Daher möchte ich in diesem Video auf folgende Punkte eingehen. Zuerst einmal natürlich, woher kriege ich überhaupt vernünftige Ausrüstung? Dann, welche Kampagnen lohnen sich, in welcher Reihenfolge zu laufen, vielleicht welche kann ich zusammenlaufen, die mehr oder minder gleich schwer sind, und dann auch noch ein bisschen was dazu sagen, was man nebenbei noch macht, wo kriegt man am besten Astraldiamanten her und dergleichen. Für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, weil es wird ein bisschen dauern, es tut mir leid, das eine oder andere zu zeigen und zu erklären, steht in der Videobeschreibung eine Kurzzusammenfassung und auch die Zeitstempel zu den einzelnen Abschnitten, sodass ihr hin und her springen könnt, falls euch irgendwas nicht interessiert oder ihr etwas nochmal sehen wollt. Fangen wir mit der Ausrüstung an. Bisher war es so, dass Neverwinter euch mit Ausrüstung versorgt hat. Ihr musstet euch nicht wirklich Gedanken darüber machen. Und eigentlich war es auch egal, was ihr getragen habt. Ihr habt die Gegner auch so schon irgendwie besiegt. Das ist jetzt vorbei. Es gibt Gebiete, in denen sind die Gegner jetzt so stark, dass sie euch selbst als Standardgegner one-hitten könnten, theoretisch. Und ihr müsst jetzt irgendwie an Ausrüstung, an Verzauberungen, an Artefakte, an Begleiter und Begleiterausrüstung kommen, die euch stark genug machen. Und das ist nicht leicht, und deswegen gehen wir als allererstes nach Barovia. Jetzt wird der eine oder andere von euch sagen, Katafi, das ist eine unglaublich dumme Idee. Barovia ist das schwerste Gebiet, was es momentan gibt. Warum sollte ich als Neu-Level 70er dahin gehen? Ich fall doch sofort um. Ja, das stimmt an sich, aber ihr schafft es nach Barovia komplett ohne Kampf. Ich werde es euch auch gleich zeigen. Und ihr bekommt, wenn ihr in Barovia angekommen seid, eine Komplettausstattung. Also einmal komplett von den Öhrchen bis zu den Pfotenspitzen werdet ihr ausgestattet mit Waffen, Rüstung und auch Verzauberungen. Eure Reise nach Barovia beginnt bei Lord Neverember. Ihr sprecht mit ihm und holt euch dort die Quest Unwillkommene Gäste. Diese führt euch zu Schloss Windrake. Diese Karte ist komplett ohne Gegner. Das heißt, hier müsst ihr keine Angst haben, dass euch irgendetwas angreifen oder töten könnte. Ihr könnt entspannt umherlaufen, mit den NPCs reden, mit denen ihr reden müsst, und werdet dann, nachdem ihr die Vistani gefunden habt und auch euch kurz mit diesen unterhalten habt, in eine neue kleine Karte teleportiert. Hier redet ihr zuerst mit Madame Eva, und jetzt kommt ein Kampf. Diesen könnt ihr nicht vermeiden, und die Gegner, die Werwölfe, die euch dort jetzt gleich angreifen, würden euch auch sofort töten. Deswegen halten wir uns einfach komplett raus. Wir gehen ein paar Schritte zurück. Zur Sicherheit solltet ihr vielleicht auch euren Begleiter deaktivieren, damit er nicht irgendwie in Übermut hineinrennt und die Gegner auf euch aufmerksam macht. Die Vistani kriegen das auch ohne euch hin. Das dauert vielleicht ein bisschen, es gibt zwei Wellen von Gegnern, die dort ankommen, aber ihr könnt hier einfach entspannt hinten stehen und zugucken, wie die Vistani gegen die Werwölfe kämpfen. Ist dieser Kampf beendet, so müssen wir uns jetzt noch zum großen Tor hindurch kämpfen. Nun, auch da müsst ihr keine Angst haben. Es gibt im Prinzip nur eine Stelle, wo Wölfe angreifen, und hier könnt ihr ebenfalls euch raushalten aus dem Kampf, denn hier sind ebenfalls wieder Vistani, die die Wölfe für euch bekämpfen. Ihr könnt entweder warten, bis die Vistani sie bekämpft haben, oder ihr schleicht euch rechts zwischen den Bäumen hindurch. Nun ist der Weg frei, euch steht nur noch Strahd im Weg. Mit dem reden wir, und dann geht es auch direkt nach Barovia hinein.
Hier müssen wir nur noch der Straße folgen, um ins idyllische Dörfchen zu kommen, wo Esmeralda auf uns wartet. Bei dieser beenden wir unsere Quest und bekommen das Vistani-Geschenkpaket, in dem eine komplette Vistani-Ausrüstung ist. Diese Ausrüstung versorgt euch mit genügend Gearscore und Werten, um durch die ersten Hindernisse eures Level 70 Alltages zu kommen. Natürlich wird sie nicht für den Rest eures Heldenalltags reichen, aber ihr habt erstmal eine gute Grundlage. Die Verzauberungen, die dort sind, könnt ihr vielleicht auch noch umtauschen, wenn ihr sagt von wegen, ich möchte aber vielleicht dann doch den Wert eher auf diesem Verzauberungsslot haben oder wie auch immer, das obliegt ja ganz euch. Auch könnt ihr diese Verzauberung austauschen. Solltet ihr schon bessere haben, könnt ihr das natürlich gerne machen. Sind wir nun erstmal ausgestattet, können wir uns in Ruhe mit dem normalen Wege wieder beschäftigen. Barovia wird uns lange Zeit nicht interessieren. Ihr solltet dort auf jeden Fall schleunigst wieder rausgehen und nicht wieder hinkommen, bevor ihr 12.000 Gearscore oder ähnliches habt. Wo kriegt ihr nun aber noch mehr Gearscore her? Ein guter Weg, um Gearscore zu bekommen, sind Verzauberungen. Ihr habt einige Verzauberungen schon in eurer Ausrüstung drin. Diese solltet ihr aber weiter aufwerten, nicht nur weil sie Gearscore bringen, sondern auch weil ihr damit Wertelücken für euren Charakter noch schließen könnt. Ein weiterer guter Weg, um Gearscore zu bekommen und euch auch stärker zu machen, sind eure Gefährten. Nicht nur, dass ihr 5 verschiedene Gefährten aktiv haben könnt, die euch mit aktiven Boni versehen, nein, ihr könnt euren gerufenen Gefährten auch noch mit Runensteinen und Ausrüstung versehen. Beides bringt ihm mehr Punkte und euch mehr Gearscore. Die Ausrüstung eures Gefährten könnt ihr ebenfalls auch mit Verzauberungen versehen, was ebenfalls nochmal als Gearscore und als Punkte angerechnet werden, also Attributwerte für euren Gefährten. Und wenn ihr zum Beispiel Bindungsrunensteine oder unheimliche Runensteine verwendet oder einen Verstärkerbegleiter habt, dann werden die Attributswerte ja auch auf euch übertragen, bringen also doppelt viel. Weiterhin solltet ihr bei euch im Stall vorbeischauen und eure Reittiere mit den richtigen Insignien versehen. Nicht nur, dass die Insignien euch ebenfalls wieder Boni geben, nein, in der richtigen Kombination gibt es einen besonderen Insignienbonus, welche teilweise richtig gut sind. Zum Beispiel Glück des Wanderers. Diesen Insignienbonus sollte, glaube ich, einfach jeder haben. Wenn ihr einen Gegner tötet, kriegt ihr Veredelungssteine. Diese braucht ihr ja wiederum, um Veredelungspunkte zu bekommen, um eure Verzauberung aufzuwerten oder eure Artefakte. Nun wird der ein oder andere von euch fragen, Katafi, wann sollte ich denn meine Ausrüstung austauschen? Und die Frage ist ziemlich leicht zu beantworten, wenn ihr bessere findet. Also es gibt hier jetzt nicht einen festen Punkt, den man definieren kann. Es hängt vorrangig davon ab, ob die Werte der Ausrüstung zum Beispiel zu eurem Spielstil passen. Wenn ihr merkt, ihr braucht irgendwie doch eher Ausrüstung, die mehr Lebenspunkte bieten oder mehr Rüstungsverteidigung bringen oder was auch immer euer Spielstil erfordert, und ihr findet so eine, auch wenn sie vielleicht ein bisschen weniger Gearscore hat, dann tauscht es aus. Euer Spielstil ist das Entscheidende. Euer Spielspaß ist das Entscheidende. Es gibt hier keine festen Grenzen oder festen Punkte, die für alle Spieler gelten. Irgendwann werdet ihr definitiv bessere Ausrüstung finden, spätestens wenn ihr in Storm King Thunder oder in Schuld unterwegs seid. Oder in Barovia denn doch mal wieder ankommt. Aber auch schon vorher kann es sehr gut sein, dass ihr in irgendwelchen Gewölbetruhen oder Gefechtstruhen Ausrüstung bekommt, die eurer jetzigen überlegen ist. Mit Level 70 seid ihr zwar am Level Cap angekommen, aber es endet nicht eure Möglichkeit, eure Skillung noch weiter zu verbessern oder umfangreicher zu gestalten. Denn ihr bekommt weitere Kraftpunkte, wenn ihr eure Erfahrungspunkteleiste weiterhin füllt. Und es gibt auch zum Beispiel in der Kampagne Charanda die Möglichkeit, über die Kampagnenaufgabe Kriegsbemühungen unterstützen, weitere Kraftpunkte zu bekommen. Diese kosten zwar einiges an Astraldiamanten, aber ihr könnt hier euch so weit füllen, dass ihr alle Skills komplett auf Stufe 4 bringt. Weitere Talentpunkte wird es hingegen nicht mehr geben, dort seid ihr mit Level 70 am Ende eurer Reise angekommen. Segen sind dafür jetzt das, womit ihr euren Charakter zusätzlich stärker macht. Diese geben euch zum einen Punkte in Werte wie Verteidigung oder Lebensentzug, oder sie versorgen euch mit besonderen Fähigkeiten, die euren Heldenalltag erleichtern. Nun kommen wir zu den Kampagnen.
ein großes Problem für viele Spieler ist, dass sie einfach erschlagen sind von all den Möglichkeiten und der Reihenfolge. An sich kann man sich so ziemlich an dieser Reihenfolge in der Chronik der Schwertküste halten. Ihr werdet vermutlich bereits die Quest um die Acquisition Incorporated erfolgreich absolviert haben und je nachdem, wie schnell ihr wart, auch Maze Engine oder Elemental Evil. Solltet ihr das noch nicht geschafft haben, sind diese beiden auf jeden Fall in der näheren Auswahl der ersten Kampagnen. Sie sind relativ leicht für euren Gearscore angemessen und ihr bekommt wertvolle und wichtige Segen, die euch nicht nur mehr Gearscore bringen, sondern auch noch wichtige Bonusfähigkeiten. Danach oder parallel dazu Charanda und Ring des Grauens, vielleicht auch schon Underdark, wobei ich Underdark ein bisschen schwieriger einschätzen würde als Charanda und Ring des Grauens. Hier ist vielleicht noch für jene, die noch nicht so viel Erfahrung mit den Kampagnen haben, gesagt, Kampagnen enthalten sehr, sehr viel tägliche Aufgaben. Das bedeutet, ihr müsst regelmäßig einfach immer wieder bestimmte Gebiete ablaufen, Monster töten, Quests lösen, um Kampagnenwährung zu farmen, um dann entsprechend in dem Kampagnenmenü Fortschritte zu machen, sodass ihr schon vielleicht genügend Zeit habt, mehrere Kampagnen parallel zu laufen. Weswegen ich immer sage, die beiden gehören schon auf mehr oder minder einen Schwierigkeitsgrad. Nach Charanda, Underdark und Ring des Grauens solltet ihr euch Tyrannies of Dragon und Icewind Dale widmen. Diese beiden sind auf jeden Fall schon etwas anspruchsvoller. Tyrannies of Dragon habt ihr zu einem gewissen Teil auch schon in eurem regulären Spieldurchlauf bis Level 70 abgeschlossen, aber danach kommt denn doch nochmal etwas, was mit Tiamat, dem Kampf gegen Tiamat, ein bisschen schwerer ist. Als nächstes ist dann Storm King's Thunder dran. Ihr könnt versuchen, auch schon Cloaked Ascendancy parallel zu laufen. Cloaked Ascendancy ist ein bisschen schwerer als Storm King's Thunder, sollte aber machbar sein. Nun sind nur noch zwei Kampagnen offen, und zwar die Dschungel von Schuld und Ravenloft. Und hier könnt ihr versuchen, sie parallel zu laufen. Allerdings finde ich, dass der Dschungel von Schuld aufgrund der enormen Agro-Radien, die die Dinos haben, ein bisschen schwerer ist als Ravenloft. Mal abgesehen vom End-Dungeon und dem Kampf gegen Strahd in Ravenloft. Das ist schon wieder eine ganz, ganz andere Kategorie. Last but not least ist natürlich jetzt noch die Frage offen, wie sieht mein Alltag aus? Was werde ich jetzt als Held noch weitermachen? Und da hatte ich ja eingangs schon mal etwas gesagt. Neben der Tatsache, dass ihr jetzt in den Kampagnen regelmäßig tägliche Aufgaben absolvieren müsst und könnt, um euch in den Kampagnen voranzuarbeiten, um weitere Segen freizuschalten, schaltet ihr daneben auch nach und nach noch die verschiedenen epischen Gewölbe und Prüfungen und Gefechte frei. Diese lauft ihr ebenfalls, sofern ihr könnt. Denn hierbei sammelt ihr nicht nur mit etwas Glück ein bisschen bessere Ausrüstung, sondern auch Astraldiamanten. Und Astraldiamanten, davon werdet ihr eine ganze Menge brauchen. Wie kommt man ganz gut an Astraldiamanten? Einfach die Gewölbe laufen. Denn ihr bekommt jedes Mal, auch beim mehrmaligen Laufen der Wartelisten, immer noch ein bisschen an Rohastraldiamanten, einfach nur fürs Bestehen. Und es gibt am Ende der Gewölbe und Gefechte immer eine Truhe, in der sich Rohastraldiamanten befinden und mit etwas Glück auch ein schönes Item, welches, falls ihr Glück habt, auch ein paar tausend Astraldiamanten auf dem Auktionsmarkt wert wäre. Außerdem bekommt ihr neben Rohastraldiamanten auch Siegel des Tapferen und diese Siegel könnt ihr eintauschen bei einem Siegelhändler eurer Wahl. Die haben immer genau das gleiche Angebot. Dort gibt es zum einen die Ausrüstung aus Schuld. Und diese gibt euch nochmal einen ordentlichen Boost. Sie ist auf jeden Fall um einiges besser als die Vistani-Ausrüstung aus Barovia, die ihr euch gleich am Anfang ja abgeholt habt. Außerdem könnt ihr, solltet ihr dieses komplette Set oder ein besseres bereits besitzen, eure Siegel gegen Rohastraldiamanten eintauschen und damit noch zusätzliche Astraldiamanten erfarmen. Das geht nicht nur für Siegel, sondern ihr könnt auch in jeder Kampagne, wenn ihr sie abgeschlossen habt, im Kampagnenladen eure Kampagnenwährung gegen Rohastraldiamanten eintauschen. Nun mag der ein oder andere von euch sich überlegt haben, auch
mit der Werkstatt ein bisschen noch im Berufesystem sich die Zeit zu vertreiben. Das könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Es ist ein tolles System. Mich erinnert es sehr an die Gilde. Aber es ist absolut nicht nötig, um regulär Level 70 Charakterspieler zu sein. Außerdem erfordert es schon einiges an Aufwand, Zeit und auch Astraldiamanten, um hier vernünftig voranzukommen und bestimmte Errungenschaften oder bestimmte Gegenstände freizuschalten. Ihr könnt hier Ausrüstung herstellen, die weit besser ist als das, was ihr vielleicht findet oder auch im regulären Spiel so bekommt, aber diese sind sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig, sodass es vermutlich leichter ist, einfach zu farmen. Wenn euch das aber interessiert, macht es, schaut vorbei, stellt euch aber auf jeden Fall darauf ein, dass es kein leichter Weg ist. Damit sind LeChuck und ich nun am Ende unseres kleinen Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Sollten noch Fragen offen sein, schreibt sie gerne in die Kommentare. Entweder wir können sie dort zusammen beantworten oder es lohnt sich vielleicht sogar ein neues Video dafür zu machen, falls das etwas ist, was alle interessieren könnte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video oder in einem meiner Livestreams wieder. Bis dahin, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!